Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge Turnus Szenen Together. Mit dabei ist der Toni. Mafia. Der Stielau. Mafia. Der Dexter. Mafia. Der Hegepito. Neutral. Und mal wieder dabei der Neon. Hallo, ich bin neutral. Ich bin auch neutral. Oh. Kein Toni. Gut. Wow. Jetzt sind die alle drei wieder. Ordentlich los, ey. Ich bin die Mitte. Wir werden natürlich. Bist du der Erste oder der Hochste? Warte, ich muss gucken. Die Nummer 1, 2, 3, 4, 5. 5 von unten. Von unten aber gezählt. Von unten nach oben zählen, bitte. Die bin ich. So, wir ziehen das natürlich durch. Nein, wir versuchen hier. Ich bin der Vorletzte. Zu frame. Bald heißt es alle. Ist jemand von uns die Molte? Person in der Mitte? Ja, ich. Ich wusste es! War das Und direkt mal der Leaf hier. Da kann ich ja den falschen reportet. Ich habe übrigens den Leuten vorhin erzählt, dass ihr, wenn ihr selbst spielt, Moderatoren des Forums anschreiben könnt und dann fragen, wie viele Reports ihr habt. Ich kriege jetzt hier gerade mal etwas durch. Skark hat noch gar keinen Report gegen sich. Heke, wie hieß du denn früher? Black Sheep 95? Ja. Existiert nicht. Dein Account existiert nicht mehr. Verdammt. Okay, aber Heke, du hast keinen Report auf deinem aktuellen Account. Also Heke Pito 21 meinst du? Genau. Nice. Es wird jetzt gerade nebenbei hier ein bisschen untersucht. Das will ich jetzt immer mal wieder durchgeben. Das ist ganz lustig. Lustig, den Namen. Die Annie-Roll ist raus. Den Namen zu ändern, löst den alten Account aus dem Verzeichnis raus. Okay, das macht Sinn. Ich hatte ja den Namen geändert und keinen neuen Account gestellt. Kriegen wahrscheinlich schon so 50 Reports. Oh, Toni hat einen. Trinken. Toni hat einen Report. Wegen? Wenn ich mal öffne nebenbei. Hate Speech. Harassment. Wow, und das ging nicht an mich. Ich bin beeindruckt. Weil ich habe schon einige gemeine Dinge gesagt, wenn ich wirklich sauer war. Werde ich noch mal gucken, was genau das ist nach der Runde, werde ich mir anschauen. Aber der Toni hat einen. Ich habe auch einen Report. Der ist aber schon abgelaufen. Bei dir war es Hate Speech, ne? Habe ich einen? Wird gleich durchgesagt. Oh, der Alex hat keinen. Interessant. Glaube ich nicht. Muss ein Fehler sein. Ich habe einen bekommen wegen Hate Speech, ja. Nee, Game Throwing stand offiziell drin. Als Grund Game Throwing und unten im Text noch drin, außerdem Hate Speech. Okay. Choco hat auch keine Reports. Wir spielen sie mit einer richtig netten Gruppe hier. Was, hast du meine auch schon gesagt? Ja, du hast einen. Was denn? Ich habe noch nicht angeguckt, ich bin nebenbei am Spielen, das ist schwierig. Ich werde mir durchschauen, wenn die Runde zu Ende ist. Oder wenn ich tot bin. Also tötet mich und ich guck nach. Blenko hat auch keine Reports. Mit was für Leuten spiele ich denn hier? Das ist ja langweilig. Ja, irgendein Dexter wird wahrscheinlich. Müsste eigentlich voll viel. Und so 20 wahrscheinlich. Nein, vielleicht auch keinen. Wie immer vorbildlich. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Wow. Leute hassen mich. Ich bin tot. Toni, bye. Leute hassten mich. Bye. Och nee, warum musst du sterben? Taubel oder Analyse? Analyse? Ich kann jetzt gerade mal hier gucken. Oh. Was du das kreieren? Batman. Godfather Down. Yes.
Der Vici hat random geschossen. Naja, Pokémon hat sich schon ziemlich sus gemacht. Das heißt ja nichts. Ja, du hast einen gekillt wegen Game Throwing. Also er hat nichts geclaimed im Jail. Und daraufhin scheint ihr beide wohl ein bisschen aneinander geraten zu sein. Wer? Toni und das Target, der den exekutiert hat. Na gut. Der nichts claimed, stirbt. Ja, klar. Das ist ein Grundsatz von mir. Ja. Der ist aber auch schon ein paar Monate alt. Na gut, dann wird er ja bald gelöscht. Oh! Dexter hat 0 Reports. Wow. Bitte was? Dexter für all das Trollen? Ne, in den letzten 3 Monaten. Nein, die sind länger drin. Ja? Ja, sie stehen länger drin, werden aber nicht mehr verfolgt. Wow, da habe ich nur einen? Ist ja krass. Ja, das dachte ich bei mir auch. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich dachte, ich habe mindestens einen. Ja, dann reporten die Leute wohl nicht so oft. Der Herr Stielau. Der Herr Stielau hat also einen Report. Interessant. Sind vermutlich die Report-freudigsten der gesamten Community. Ja, Hauptsache, ich bin der, was von uns unten am wenigsten schreibt und wie wird reportet. Weil wir immer noch denken, es bringt was, ne? Wo ist er denn? Ihr seht das jetzt leider nicht, weil ich mit DX-Story ja, warum haben sie mir reportet? Wegen Hate Speech. Guck ich gerade nach, ob ich da irgendwas finde, wo du bitte gehate-speeched haben sollst. Du warst als Opla unterwegs. Das war, glaube ich, sogar in einer Aufnahme. Würde mich nicht wundern, wenn ich dich da reportet hätte. Die Katze sind tot. Der Hund wurde erschossen vom Veteran. So wie es aussieht, war der Hund Konzi. Gibt's hier überhaupt Townies außer dem Wett? Doch nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Der Arme, der tut mir echt leid. Und ein Vampir ist tot. Aber das könnte sein, dass ich da vielleicht wieder mal als Inno ausgerastet bin, weil man mich getötet hat, weil ich Jade oder irgend sowas war. Nee, es scheint, als wärst du Mafia gewesen und hättest wohl angeblich deine Mafia-Kollegen rausgeschmissen. Nee, das hab ich noch nie da. Da kommt aber auch fast gar nichts mehr von dir. Irgendwas mit Cheating. I'm dead. Ja, weil ich fast nichts schreib. Ich glaube, Mafia wird das nächste. Deswegen versteht ein Report-Prompt nicht ganz. Also Namen schreibe ich eigentlich nur eine, wenn ich Investigator bin. Hier kannst du selbst durchlesen, wenn du willst. Der Neon, der hat sogar noch einen offenen. Krass. Den kann man also... Ah, jetzt wird's lustig. Wegen Spamming. Alles klar. Spamming Chat and delaying the game. Interessant. Jo. Mal gucken, ob das berechtigt ist. Wie heißt du denn da? Du hast dich Mark genannt. Wie öde ist das denn? Warte, wie ewig ist das denn schon hier? Vom 17. September. Ja, guck. Die brauchen aber lang, um Reports zu bearbeiten. Und wir ja schon, ne? Ja, die sind halt noch offen, die sind gespeichert. Nur zum Mitschreiben, wir haben den 4. November. Ja gut, der Report, den ich bekommen habe, der ist vom Juni, nee, vom Mai. Oder Ende April, aber er ist halt gespeichert. Der wird halt weiterhin gespeichert, damit du halt vergleichen kannst, wurde schon mal reported wegen sowas. Ja, aber wenn der noch offen ist, den du gerade hast. Ja gut, das heißt, die sind glaube ich 3 Monate lang offen oder so. 3 Monate lang kannst du den bekommen und bewerten. Den haben sicherlich schon ein paar Leute bewertet.
Ah, gut. Es entscheidet ja nicht nur einer, was passiert, sondern mehrere. Das Dumme ist nur, dass ich selbst diesen... Ah, Filter. Cool, der geht hier auch. Das ist ja mal nice. Wow, Bodyguard. Wow. Immerhin, sie haben einen Tauni gelünscht. Es gab also mehrere. Was kann man denn da suchen? Spieler? Du kannst nach Spielern suchen. Nach 17 Tage ging das Spiel von dir. Wow. Tag 17 war das Spiel erst zu Ende mit dir. Bei wem? Lag das eventuell mit Neon. Oh. Wow. Ich hab halt keine Ahnung mehr, was da passiert ist, ne? Steht das da? Ja, da ist komplett das ganze Spiel drin. Krass. Das krass ist halt... Der ist unberechtigt. Wieso? Weil du, soweit ich das sehe, nicht gespammt hast. Wow. Wow. Ach so, ich weiß schon wieder, was das für eine Runde war. Da war ich Mafia und hab irgendwelche Leute geframed, dass sie Mafia sind. Und für das bin ich... Ja, ist aber nicht Harassment, ist ja nicht Harassment. Das wäre ja Game Throwing. Oh, Mafioso down. Oha. Ach, ich bin jetzt auch schlecht. Ja, der hat nicht wahrscheinlich gesehen, dass ich da irgendwie. Ach, den Konzig-Willen schon mal komplett für den Sack. Der wird einfach gedacht haben, dass, Ding, weil ich das eingeschrieben hab, dass ich die halt. Nee, also der Report gegen dich ist auf jeden Fall unberechtigt. Das steht schon mal fest. Ja, warum soll ich auf das Mafioso, der wäre ziemlich reinschreiben, was ich will, außer meine eigenen Kollegen. Einkaufsliste. Extra. Stimmt übrigens. Das war wirklich eine Aufnahme oder zumindest eine Runde, wo ich mitgespielt habe. In der, wo du reported worden bist. Da hat Neon auch mitgespielt. Okay. Aber das war mal in einem Stream, glaube ich, da wirklich an einer Einkaufsliste drin gehabt. Neon hat allein gespielt. Neon hat keine Freunde. Oh. Ja, das ist mir klar, dass das passiert ist, dass wir gespielt haben bei mir. Sehr, sehr lustig. Muss ich mir mal anschauen, ob Toni ebenfalls mit uns zusammengespielt oder alleine? Nee, keiner von uns. Doch, mit Maggot Warrior hast du gespielt. Ja, hab ich. Ja. Sehr, sehr lustig. Ich habe jetzt auch nichts zu erzählen gehabt in der Runde, weil ich war ja tot und ich konnte nicht mehr gewinnen, von daher war es mir egal. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich sehe gerade, dass nur so viel Mafia leben. Ich habe jetzt übrigens dem Morph, also dem einer der Moderatoren aus dem Ding von dem Forum gesagt, er soll dich guiltyen, ja, Neon. Danke. Weil deiner ja noch offen ist, sein Report. Von daher. Hoffentlich werde ich gespannt. Nee, der hat ihn jetzt auf Inno gesetzt. Oh, das war nett. Ja, aber es war kein berechtigter Report. Du hast nicht gespammt in der Runde. Du hast nichts gemacht, was irgendwie verwerflich wäre. Das denkst du. Nee, ich hab mich ja gerade angeguckt. Und was passiert, wenn man Guilty bekommt? Ja, dann ist dein Account halt gesperrt. Machst dir einen neuen. Ja, für immer gesperrt, oder wie? Je nachdem. Ich glaube, es gibt auch temporäre Bans. Ist halt scheiße, wenn du schon verdammt viel da reingesetzt hast. Ich halt das ist aber halt trotzdem interessant, was Geiles zu kaufen. Bei den ganzen Spielen, die wir insgesamt gemacht haben, wirklich relativ wenig Reports gegen uns. Bisschen irritierend. Theoretisch, wir sollten wir jede Runde wegen Teamspeak reportet werden. Wieso? Noch ein Cheaten oder Infos weiter? Ja, das nicht, aber für viele Leute ist also das alleine schon Cheaten, dass wir so zusammenreden. Ist es nicht. Ist solange es nicht, man sich nicht. Solange man sich nicht wichtig verrät, wird niemals schreiben, dass ich irgendjemand ein TS bin, weil natürlich, sonst würden alle denken, ja, cheaten. Ja. Kann man da noch nicht überprüfen. Wenn das deswegen jemand reportet, dann kannst nur
Ich tue jetzt auch nicht gleich jeden reporten, der sagt, er ist mit jemandem. Ich tue jemanden reporten, der sagt, dass er mit jemandem im TS ist und von ihm das und das weiß. Was, oh, Skype-Cheater. Wer ist der Vampir gewesen? Weil es auch sein Wille ist auch nicht schlecht. Was lustig ist, bei dir übrigens, Neon, dein Report wurde jetzt übrigens so umgedreht, dass ein anderer in der Runde reportet wurde und anscheinend sogar einen Permaban kriegen wird. Nice. Sehr nice. Habe ich alles richtig gemacht, oder? Das heißt, der fliegt die ganze Zeit raus, oder wie? Ja. Ja, das ist der Account komplett weg. Wow. So, kriegt der jetzt einen Permaban? Hä? Weil er hat die Filter-Reversion von Nigger ausgenutzt. Ah. Also es wurde dann gemacht und das ist dann Null-Toleranz-Politik und dann ist er weg. Ich frag mich, ob wir schon jemanden geschafft haben, dass er permabannt wurde. Ist Lollipop einer von uns? Ja, ich bin Lollipop. Und ja. Und dann viel Glück. Ja, also zwei sind weg. Also der hat einen. Was bist du denn? Buff. Er ist Mafioso. Also, Table Flipper ist der Veteran. Das ist entweder ein Draw oder. Ne, wieso? Also Mafia, wenn. Die Leute hat auf jeden Fall getötet. Wer ist jetzt? Du musst zwei Lords weg haben. Ja, ah, es gibt den Veteran noch. Ich war irritiert, weil im Deadchat hieß es, da wäre ein Vampire, deswegen. Ich hab nicht aufgepasst. Es gab wirklich nur zwei, drei. Ich hätte halt einfach nicht riskiert, ihn anzugreifen, aber er wollte unbedingt. Ja, hätte ja Vampire sein können. Nee, ich hätte es trotzdem riskiert. Auch wenn er Vampire gewesen wäre. Was leider nicht geht übrigens, ist der Fall, dass man nachgucken kann, wer wie viele reportet hat. Das hätte mich mal interessiert. Das wäre ich. Krian 5000. Und du wärst der deutliche Führer. Genau, die beste Liste mit den meisten Reports. Ich bin, glaube ich, auch nicht schlecht dabei. Und zu 98% wegen AFK oder Liebens. Ich glaube ja, dass das 99% wegen Liegen sind. Ich glaube, die einzigen, die jemals von uns einen Permaban bekommen haben, sind vermutlich auch nur die Multi-Accounter. Wie kommt, also ich bin deswegen auch drauf reingefallen, weil Escort, der Jester da unten, meinte, da werden doch Vampire. Ach, du warst Table? Nein, war ich nicht. Wer war Table von uns? Ich war Table. Ich war schon lange tot. Ich war der Werwolf. Nein, ich greife nicht an. Oh, das könnte falsch sein. Könnte es. Ich hätte den Alert aufgehoben, wenn er noch einen hat. Ja, kriegst du einen Report, hast du das Game in die Länge gezogen. Das geht nicht. Stimmt. Ja. Hey, raus mit dir. Okay, ich reporte. Permaban. Wenn so 5 Reports auf einen gehen, wegen Game Brewing. Sehr, sehr ärgerlich. Antoni wird gar nicht bei Permaban stehen, der wird einfach nur stehen schenken. Und schmeckt er dir, Toni? Aber ihr habt ganz schön lang gebraucht, mit 5 Mafias hier das Ding zu gewinnen. Oh ja. Muss man auch mal sagen. Das sind immer 5 Mafias. Schreibt es dir jetzt? Wie kommst du auf 5 Town? Achso, doch, Veteran noch da. Ja, aber trotzdem. Also ich würde sagen, das war ein ausgeglichenes Spiel. 3 Townies und 12 Bösewaffe. Nee, waren mehr Townies. Ich glaube kaum, dass da... Ja, ach, stimmt, ich glaube nicht, dass direkt so viele Vamps da waren. Einer mehr, ja. Es gab auf jeden Fall einen Witchy. Ja, den habe ich gebissen. -2. Klassischer Dexter. Jetzt wird's lustig. Der wird jetzt sterben, der hat keinen Alert mehr. Wer von euch war das mit der Einkaufsliste? Immer noch ich. Achso. Achso, du warst leicht. Forger. Ah, oh, es ist so scheiße schwer mit Werwolf zu gehen. Du hast aber lange überlebt. Und du hast den Godfather mitgenommen, weil er mich gekillt hat. Genau. Fioso. Er hat.
Ich hab noch keinen Gegner. Wow. Jetzt aber echter Report, raus mit dir, Toni. Nein, ich muss safe gehen, das ist ein Wettgame. Wettgames muss man mit Mind spielen. Hätte ich das gewusst, hätte ich die ganze Geschichte mit den ganzen Reports jetzt erst gemacht. Ich dachte, die Runde wäre schneller zu Ende. Okay, also jetzt würde ich sagen, wenn Toni jemals gegen mich, wenn ich Wettbin stehe, werde ich einfach die Alerts bis zur letzten Nacht aufheben. Gar nichts machen. So passieren eigentlich die meisten Trolls. So, wir aber, ja, glaube ich, wirklich immer, jetzt angreifen. Die haben wir ja wirklich einmal zusammengebracht, dass man das Wett, da kein Alert mehr gehabt hat, ist wirklich überlebt, weil der Mafia jetzt Angst gehabt hat. Naja, mal gucken, was passiert. Nächster, nein. Okay. Ja, ich greife es oder so an. Als ob, du machst gar nichts. Ja, ich greife den an, dann wäre dumm, wenn ich den jetzt nicht angreifen würde. Oh, hab's vergessen, sorry. Das wäre dann sogar ein Report-Grund. Was, wenn ich den nicht angreifen würde? Ja. Wär's? Nein. Doch, jetzt spielt er gegen sein Ziel. Ja, sein Ziel ist zu gewinnen. Das wäre ein Report-Grund. Genau wie mit dem Aso damals, den wir da hatten. Mein Ziel ist, zu unentschieden zu spielen. So eine Rolle müsste es geben. Ja, spiele unentschieden. Das wäre so eine beschissene Rolle. Nacht immun und spiel auf unentschieden. Fähigkeiten keine. Nacht immun, Lynch immun. Fähigkeiten keine. Kann nichts machen, nicht mal Hosen nee, oder doch, so. Doch, es muss eine Fähigkeit geben. Er kann einmal die Chat-Nachricht, wenn jetzt keiner getötet wird, in der Nacht wird es ein Draw abspielen lassen. Boah, die wird nice. Das wäre richtig cool. Ich find's gut, dass der Disguiser Beans jetzt verstärkt wird. Obwohl ich wiederum. Ja, aber nicht der Maß, nicht dieses Maß, die was da geplant ist. Das ist zu viel. Obwohl ich wiederum sagen muss, dass es mir auch nicht gefällt, die Mafia, die ohnehin schon viel zu OP ist, noch stärker zu machen. Für mich wäre es okay gewesen, hätten sie den Disguiser endgültig entfernt und Stop Flap irgendwie. Nettes Schlusswort. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, beim nächsten Mal dabei. Bis dann, noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Ciao. Tschüss. Ciao.